Thüringring, ein absolut hervorragendes Bild. Dennoch so wunderbare Musik und trotzdem, wir wollen vorwärts machen. Der Walter wird uns eine weitere Entscheidung bekannt geben, die hier am heutigen Abend fällt. Ja, schon so gekommen, wir gehen zum Heidi, wir fallen auch fast Wort. Die Führer, die hier den Titel untereinander werden ausmachen, ich möchte an dieser Stelle Gelegenheit ganz kurz nutzen, um zu jeder Kühe etwas zu sagen, weil die Kühe imponieren mich, die Kühe beeindrucken mich sehr, sehr fest mit dieser Qualität, die sie hier an den Tag legen. Voraus die Kühe mit dem extrem drüsigen Unter, sehr, sehr höchsten Unterboden und Drüsen hier vorne bis hinein, das Unterbein extrem gut gefallen, mit etwas einem kräftigeren Strich, denn die zweitplatzierten Kühe extrem breit im Schenkel und ein ganz gutes Zentralband, wo sie aufweist. Dann hier die Kuh von mir mit einem extrem gut verbundenen Unter, das Unter hinein sensationell eingehängt, vorne ganz gut eingehängt. Die Kuh in der Mitte, wo es für sie ein sehr passendes Unter hat, sehr formschönes Unter hat. Bei dieser Kuh, dann die nächste Kuh wieder eine extrem breite Schenkel unterzeigen, ganz gut Zentralband zeigen, vier hervorragende Zitzen. Die nächste Kuh wieder da, 50.000er, wo der Unterboden absolut beeindruckend ist für 50.000 Kilogramm Milch. Die nächste Kuh wieder 50.000er, also der Abteil ist schon gesagt, wiederum eine Kuh, die extrem breit Schenkel unterzeigen, ein extrem langes Vorunter aufweist. Und die dritte Kuh aus dieser Abteilung, wie sie schon in der Abteilung gehört, auch sie mit einem sensationellen Schenkel und auch sie mit einem ganz guten Zentralband. Und ich höre es in den Kommentaren an, haben hier wirklich eine ganze Stabe Qualität. Im Ring, die Aufgabe ist es von 1 bis 3, Salieröl, und ich werde mit dem dritten Platz anfangen. Und auf dem dritten Rang habe ich folgende Kuh. Die Kuh. Hier ganz herzliche Gratulation zum dritten Rang. Eine Kuh, wie ich gesagt habe. Ein extrem langes Unter, ein Unter und hinten breit und hoch angehängt ist mit vier korrekten Zitzen. Die anderen zwei, die vor ihnen sind, sind jetzt im Vorunter auf der Witz ein bisschen schöner gewachsen, aber auch ganz, ganz Nuancen, die hier entschieden haben. Zweiter Rang. Auf dem zweiten Rang ist die Kuh. Die Kuh. Da ganz herzliche Gratulation, da ist Sigrid, ganz herzliche Gratulation! Sie ist mit ihnen spürbar, ich spüre die Länge im Vorunter, wenn die Seite trainiert, aber jetzt von früher hätten den Namen nicht viel auf. Sensationelle Qualität, die hier unter breit und höch mit einem guten Zentralband. Unterwegs muss für mich ein bisschen ausgemacht haben, aber sonst, wenn sich die zwei Rücken vormachen, auch die Drittplatzierten hervorragend, geben wir nochmal einen kräftigen Applaus und dann hören Sie den Referat. Danke! Einen Applaus für Ihren Team auf dem Podest, auf dem dritten Rang, Langenhardt, Astro Espen von Thomas und Urs Hofer-Gründig für die Südgruppe Zürich. Dann auf dem zweiten Rang unsere Titelverteidigerin, Champion von letztes Jahr, Schönhuter, ältere auf dem zweiten Rang, Jongleur Elisa, Abendhaus Adrian für die Südgruppe Graubünden. Also ich denke, auch hier wieder ein wichtiger Schritt für die Züchtergruppe Etterbuch Richtung Titelverteidigung, Sieg in Schönhuter Ältere.